Hallo Leute und willkommen zur zweiten Episode des Einsteiger-Guides von Sekiro. Fassen wir kurz zusammen. In der ersten Folge, also in der Auftaktfolge, haben wir hier den Wolf, den namenlosen Shinobi, kennengelernt. Er hat seine Ehre verloren, weil er nämlich seinen Auftrag verloren hat. Der kleine Lord Kuro, den er beschützen sollte, ist entführt worden von dem bösen Lord Genichiro. Der hat uns sogar den Arm abgeschnitten und uns zum Sterben zurückgelassen. Gott sei Dank wurden wir gefunden. Und nämlich von diesem alten Herrn hier, der Bildhauer, der hat uns gerettet und hat unseren kaputten Arm ersetzt durch die sogenannte Shinobi-Prothese. Ein Werkzeug, das uns noch sehr nützlich sein wird im Verlauf des Spiels. Wir haben auch Emma kennengelernt, eine Ärztin, die sich bereit erklärt hat, uns zu helfen. Und wir haben schon die ersten Kampfmechanismen kennengelernt, ein paar Items schon eingesammelt. Und jetzt geht es endlich los in die große, weite Spielwelt von Sekiro Shadows Die Twice. Ashina heißt die Spielwelt. Und das Erste, was unsere Shinobi-Prothese kann, ist, einen Greifhaken zu verschießen. Und zwar immer an speziellen Stellen, die durch solch ein rundes Kreissymbol angezeigt werden. Und je näher wir uns auf so ein Ziel zubewegen, füllt sich der Kreis, und so wie er grün ist, können wir uns dran ziehen. Das geht auch wieder rückwärts. Aber wie gesagt, immer nur an exakt solchen Stellen. Wenn wir zu weit weg sind, dann geht es nicht. Wir können die Taste drücken, so oft wir wollen, aber es passiert nichts. Erst wenn es grün wird, können wir uns dran ziehen und so diese Distanz überbrücken. Ein sehr, sehr cooles Tool, das wir noch sehr häufig einsetzen werden. Nun denn, ein lauer Morgen ist es. Die Sonne ist gerade aufgegangen und wir beginnen das erste Gebiet des Spiels, wenn wir jetzt mal das Tutorial-Gebiet, die Ashina-Talsperre, außen vor nehmen, das Ashina-Umland. Auch hier mal wieder ein sehr majestätischer Auftakt, den uns From Software hier präsentiert, wie ich finde. Das ist halt einfach mal echt eine geile Kulisse. Beleuchtung, Panorama, Lichtstimmung, also alles. Es passt einfach, es ist super. Und gerade was diesen Greifhaken angeht, der macht die gesamte Spielwelt sehr, sehr vertikal. Gewöhnt euch bitte dran, dass ihr hier sehr viel häufiger nach oben und nach unten schauen müsst, wie ihr es zum Beispiel aus Dark Souls oder aus Bloodborne kennt, weil wegen des Greifhakens wir eben sehr viele Höhen überbrücken können und From Software die Levels so gebaut hat, dass man im Grunde tatsächlich sich richtig gut umschauen muss. Und das ist natürlich immer der beste Freund eines Souls-like-Spielers, eine Buddha-Statue, an der wir rasten können. Und ab sofort auch zwischen gefundenen Buddha-Statuen hin und, oder Figur des Bildhauers, zwischen denen hin und her reisen kann. Und das funktioniert dann über dieses Menü, das ist dann quasi sortiert. Hier in dieser linken Spalte füllen sich dann nach und nach die ganzen Gebiete, unterteilt dann in die Untergebiete. Und es gibt auch einen Reiter, der heißt Wichtige Orte. Da gibt es aktuell nur den Maroden Tempel, da eben, wo der Bildhauer ist, wo Emma ist und auch unser untoter Trainings-Sparringspartner. So, gleich hier oben hätten wir hochspringen können, wir können aber auch den Greifhaken benutzen, liegt ein Item. Und das ist ein sehr schöner Fund, Ungos Konfekt. Ich nenne es ab sofort das blaue Konfekt. Ein Konfekt aus dem Senpo-Tempel, von Ungo gesegnet, reduziert kurzzeitig den Vitalitätsschaden. Man erhält den Segen, indem man das Konfekt verzehrt und die Ungo-Haltung einnimmt. Der Geiststurz entstammt dem Übermaß an Karma des Menschen. Man muss hart auf das Konfekt beißen und es ertragen. Die Senpo-Mönche verteilen dieses Konfekt in Ashina als Tribut an ihre Militärhelden. Soll heißen, das ist ein Buff, der eure Verteidigung verbessert. Und zwar um 33% über 30 Sekunden hinweg. Insbesondere bis zum Midgame sind diese Konfekte, es gibt mehrere Sorten, sehr, sehr selten. Also überlegt euch gut, wann ihr sie einsetzt. Ich gebe euch die ein oder andere Stelle mal in diesem Walkthrough eine Empfehlung, wo es jetzt gar nicht schlecht wäre, das ein oder andere Konfekt einzusetzen. Insgesamt gibt es übrigens 5 Sorten. Das blaue hier eben, merkt es euch, ein Plus an Verteidigung. So, zum ersten Mal öffnet sich ein kleines bisschen die Spielwelt und ihr müsst tatsächlich immer ganz gut euch umschauen, ob hier irgendwelche Gegner patrouillieren. Und am besten auch immer von der erhöhten Position euch umschauen. Läuft hier irgendwo einer von links nach rechts, von vorne nach hinten, und in dem Fall ist das unser nächstes Opfer, den wir jetzt einfach noch ganz kurz mal warten. Und da hinten steht auch schon der nächste, der ist allerdings einer der besten Wärter aller Zeiten. Der dreht sich nämlich nur ganz selten um, wie er es jetzt gerade tut. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um den Burschen hier. Wir lassen uns kurz Zeit. Man kann tatsächlich auch Gegner erwischen, wenn man so an der Kante hängt und sie dann vorne rüber zieht. Der Typ hängt allerdings ein bisschen zu weit weg, als dass wir ihn erwischen. Hinten ranschleichen, erledigen.
Kabum. So, der nächste Punkt. Natürlich gibt's Items, die Gegner fallen lassen. Feinde lassen Beute wie Objekte und Geld fallen. Du kannst Beute von mehreren Feinden und aus der Distanz sammeln. Gefundene Objekte sind anders. Zum Aufnehmen musst du dich ihnen nähern. Soll heißen, so Sachen wie Geld oder Items, die Gegner fallen lassen, da müsst ihr nicht, wie man es aus Spielen kennt, üblich drüber laufen, sondern einfach nur die entsprechende Taste gedrückt halten. Auf der Xbox ist das die X-Taste und dann kommt dieser Wirbel und der Wolf sammelt alles in der näheren Umgebung automatisch ein. Wenn der nächste Gegner hier was fallen lässt, zeige ich euch das mal, wie das funktioniert. Wow! Wir wollen ja wie ein Shinobi sein, lautlos und absolut tödlich. Wir könnten ihn natürlich angreifen, aber wir kämpfen noch früh genug. Wir lernen, und das bringe ich euch wirklich bei, ihr solltet wirklich jede Chance nutzen, schleichend in diesem Spiel vorzugehen. Weil jede Konfrontation saugefährlich ist, vor allen Dingen in der Anfangszeit, wenn man sich das Kampfsystem noch nicht so verinnerlicht hat und auch noch keinen so langen Lebensbalken hat. Der ist nämlich sehr kurz, wie ihr seht, links unten. So. Schön hinten anschleichen, erwischen, Insta-Kill. So, dieses goldene Symbol bedeutet, da ist ein Item, das können wir einsammeln. Nicht durch drüber laufen, sondern ich gehe jetzt mal ein Stück weiter weg, durch gedrückt halten der entsprechenden Taste und automatisch saugen wir in dem Fall Keramiksplitter ein. Ein Stück Keramik, das bei einem Wurf mit einem kräftigen Knacken zerbricht, wirf es auf Feinde, um sie abzulenken. Das Werfen und Zertrümmern dieser Stücke war unter den Kindern von Ashina sehr beliebt. Selbst als Erwachsene erinnerten sie sich noch gern an die alten Spiele. Soll heißen, damit könnt ihr Gegner bewerfen und sie anlocken. Ich persönlich empfinde allerdings, die Keramiksplitter sind so ziemlich das unnützeste Item, das es gibt in diesem Spiel. Wir bekommen nämlich relativ schnell eine andere Möglichkeit, Gegner auf uns aufmerksam zu machen, die sehr viel praktischer und sehr viel besser ist. Hier sammeln wir gleich nochmal welche ein. Und jetzt, weil, was ich eben meinte, Leute, schaut euch um, guckt nach oben und nach unten. Denn so Sachen wie das hier ist schon ein gutes Signal, hier ist irgendwas, weil hier kann ich mich mit dem Greifhaken hinhängen, aber von oben ergibt es überhaupt keinen Sinn. Vielleicht ja von unten, tatsächlich. Hier ist ein Vorsprung und hier wartet das nächste Konfekt, Arkos-Konfekt, das ich künftig Rotes Konfekt nenne. Einem Senpo-Tempel gefertigtes Konfekt, gesegnet mit Arkos-Schutz, erhöht kurzzeitig Schaden an Haltung und Vitalität. Iss davon und nimm die Akku-Haltung ein, um seinen unmenschlichen Segen zu erhalten. Die Geister verkörpern überschüssiges Karma. Man muss hart auf das Konfekt beißen, das wissen wir ja mittlerweile, und ertragen, was geschehen ist. Das, während das blaue Konfekt quasi der Verteidigungsbuff ist, ist das der Angriffsbuff. Dort, wenn ihr das benutzt, wird euer Angriffsschaden um 15% erhöht und den Schaden, den ihr auf die Haltung des Gegners ausübt, um 25%. Allerdings auch nur 15 Sekunden lang. Das heißt, kurz oder und heftig. Nun geht's zurück auf die gegenüberliegende Seite des Gebiets, denn hier unten ist ein kleines Tor, auf das wir uns jetzt hinschwingen und die nächste Fertigkeit beigebracht bekommen, den heimlichen Todesschlag, den man aus Dark Souls und Bloodborne kennt. Du kannst heimliche Todesschläge gegen unachtsame Feinde einsetzen, und zwar indem man auf sie springt, da ist schon unser Opfer, und in dem Moment, wenn der rote Punkt aufleuchtet, die Angriffstaste drückt. Zack, könnt ihr nicht nur cool, sondern auch sehr effektiv einen Gegner über den Jordan bringen. Lasst euch nicht irritieren da drüben, da kommt ihr nicht hin, werdet ihr auch nie hinkommen, das ist Levelende. Da geht's nicht weiter. So, hier liegt Geld rum, das sammeln wir ein. Und das nächste Item, Kügelchen, um Vitalität wiederherzustellen, nur um es euch in Erinnerung zu rufen. Keramiksplitter, die nichts taugen. Wenn wir uns jetzt hier mal um die Ecke rumgucken, steht ein Gegner. Und er ist bestimmt nicht alleine. Und da wir jetzt gerade den Todesschlag aus der Luft gelernt haben, wollen wir den noch weiter trainieren. Statt ihn frontal anzugreifen, schauen wir das mal uns lieber tatsächlich von einer etwas erhobeneren Position an und entdecken hier tatsächlich noch einen weiteren Gegner. Einer mit Hut, also Level 2 Ashina-Soldat. Das haben wir schon in der letzten Episode kennengelernt. Die sind ein bisschen heftiger als die Burschen hier, weil die könnt ihr durch R1-Angriffe eigentlich kaputt spammen und ihre Haltung so kaputt schlagen. Aber bei denen müsst ihr schon ein bisschen parieren können. Oder eben sowas machen. Das hat er jetzt gehört, aber das macht nichts. Schild hoch, Schwert hoch. Angreifen lassen. Ja, jetzt reicht's. Und dann, wie gesagt, Angriffe auf ihn einprügeln und so umhauen. Immer nicht vergessen, in der näheren Umgebung alles aufzusaugen, was ihr findet. Gerade Geld ist in der Anfangszeit des Spiels extrem wichtig.
Und jetzt begeben wir uns wieder nach da oben. Gehen noch ein Stückchen höher. Und schauen uns an, was hinter diesem Tor auf uns wartet. Und hier wird es schon ein kleines bisschen schwieriger, denn da hinten haben wir einen Level 2 Ashina-Soldaten. Hier unten patrouilliert einer im Gras. Hin und her. Man sieht ihn jetzt gerade nicht. Wo ist er denn? Irgendwo ist er. Und das ist ein neuer Gegnertyp, den ihr hier seht. Das ist ein Schütze. Die sind im Nahkampf komplett ungefährlich, weil sie nämlich lange brauchen, um ihr Schwert rauszuziehen, wenn ihr euch ihnen nähert. Aber aus der Distanz sind sie unglaublich effektiv, weil ihre Treffer richtig böse wehtun. Auch hier können wir versuchen, alles ein bisschen intelligenter anzugehen von oben. Das ist echt, solltet ihr immer schauen. Ups, runtergefallen. Na gut, mal sehen, ob wir hier irgendwie hochkommen. Ja, schaffen wir. Sehr schön. Jetzt gucken wir uns nochmal um. Da es sein kann, dass der Schütze, wenn wir ihn attackieren, dass wir dann gesehen werden von diesen Burschen, schnappen wir uns lieber erst den. Machen dem sofort den Gar aus. Und auch wenn uns der jetzt sieht, weichen wir im richtigen Moment aus. Und greifen ihn im Nahkampf an. Geld aufsaugen. Das Item, das nehmen wir auch noch mit. Handvoll Asche. Das ist, haben wir auch schon in der letzten Episode kennengelernt. Damit könnt ihr Gegner bewerfen und sie kurzzeitig irritieren. Ich bin jetzt gerade selber irritiert, wo der dritte Gegner ist hier. Der rennt hier normalerweise im Gras herum, aber er ist wohl kurz Feierabend machen. Ein weiteres blaues Konfekt, um uns eure Verteidigung zu erhöhen. Super. Und nun, seht ihr hier schon was, wo jeder Dark Souls und Bloodborne-Kenner sagt, ach du je, Hunde. From Software-Hunde sind die Pest in ihren Spielen. Absolut todbringende Gegner, weil sie rumhüpfen, erratisch angreifen und richtig viel Schaden austeilen. Ich kann euch beruhigen, die Hunde oder Wölfe oder was auch immer das ist, in Sekiro sind deutlich harmloser. Sie sind mit einem Schlag bezwungen und beißen lang nicht so fest zu wie ihre Brüder aus Dark Souls. Aber ganz, ganz selten tauchen sie alleine auf. In der Regel sind sie tatsächlich in Rudeln unterwegs. Und deswegen solltet ihr immer aufpassen. Wo einer ist, sind garantiert auch mehr. Wie geht ihr sie an? Entweder nach hinten ausweichen und dann attackieren oder zur Seite. Nach hinten ist fast ein bisschen sicherer. Voila! Weiteres Item. Hier liegt echt viel rum, das ist toll. Keramiksplitter. Und hier ist die nächste Buddha-Statue. Aber bevor wir die einsammeln oder aktivieren, das ist unser erster nächster Checkpoint. Gehen wir noch kurz hier hoch. Da zeige ich euch einen sehr bizarren neuen Feindtyp, nämlich diese schwarzen Riesengockel. Unterschätzt sie nicht. Sie sehen lustig aus, sie flattern sehr, sehr kindlich, aber sie sind absolut gefährlich. Das war jetzt ein Biss und ihr seht, was sie mir angetan haben. Attackiert sie nicht von vorne, sondern immer nur von der Seite und von hinten. Gebt ihnen mit zwei, drei Schlägen den Rest. Haltung haben sie so gut wie keine. Und dann sind auch die bereit für Kentucky Fried Chicken. Aber wie gesagt, bitte nicht von vorne angreifen und nicht unterschätzen. Also, ich habe mich jetzt absichtlich verletzen lassen, um euch zu zeigen. An so einer Buddha-Statue kann man eben sich nicht nur niedersetzen und den Checkpoint aktivieren. Ab sofort landet ihr hier wieder, wenn ihr sterben solltet. Sondern wenn ihr rastet, der oberste Menüpunkt links oben, dann füllen sich euch auch eure Leben wieder auf. Und eure Kürbisflasche rechts unten eben auch, die Aufladungen. Aber dann ist auch die Spielwelt wieder mit allen Gegnern gefüllt, die ihr zuvor bezwungen habt. Also dann laufen jetzt auch hier wieder die Wölfe rum. Da hinten steht schon einer. Und die anderen sind ja auch nicht weit. Also Vorsicht. Weiter geht's. Und zwar hier zu unserem ganz, ganz ersten richtig tollen Fund. Wurfsternrad. Ein vom mechanischen Genie Dogen gebautes Gerät wird durch Einbau in die Shinobi-Prothese zu einem funktionsfähigen Prothesenmodul. Es passen überraschend viele Wurfsterne ins handtellergroße Wurfsternrad, da die Ränder zum Stapeln gedacht sind. Ein gutes Beispiel dafür, was durch Kombinieren von Feinmechanik mit dem Talent eines Shinobi entsteht. Das ist unser erstes Shinobi-Tool. Und dazu sagt uns das Spiel, Shinobi-Module sind nicht allein einsetzbar. Gib sie dem Bildhauer, damit er sie in die Shinobi-Prothese einbauen kann. Du kannst durch Reisen planen. Das wissen wir. Da gehen wir doch jetzt gleich hin, sagen Hallo zum Bildhauer. Wir waren schon lange nicht mehr da, um ihm unseren tollen Fund zu zeigen. Zurück im maroden Tempel. Hallo Emma. Sie hat nichts Neues zu erzählen. Aber wir haben was Tolles zu erzählen, beziehungsweise zu zeigen.
Ningu-ka. Oh, Shinobi-gishu wa Kiba-ja to yuta ga, Ningu o shikomu koto de, sono Kiba wa katachi o kaeru koto ga dekiru yo ni naru. Kataki tate naraba uchi kudaki, subayaki teki naraba shitome utsu. Shikonda Ningu ga fueru daki, teki o korosu sube mo fueru jara.殺す相手なりの殺し方を持つ。そういうことじゃ。随分と詳しい。え、いかんな。いつまでも血生臭いことを言うておるから仏の顔も鬼になるのよ。どれ貸してみろ。わしが任務を仕込んでやろう。 Immer gerne. Shinobi-Prothese zeigen. Neues Prothesenmodul herstellen. Reguläre Shinobi-Module, die du in der Welt findest, können im Menü, also in diesem Menü, an die Shinobi-Prothese angepasst werden. Dafür müssen wir einfach nur bestätigen und zack, ist das der geladene Wurfstern in unsere Prothese eingebaut. Prothesenmodule sind angepasste Shinobi-Module für die Prothese. Sie werden im Ausrüstungsmenü ausgerüstet und verbrauchen Geister-Embleme. Es ist jetzt gerade viel Information auf einmal, aber ich zeige euch alles, kein Problem. Ab ins Ausrüstungsmenü. Ihr habt hier drei Slots, um Prothesenmodule zu platzieren. Im Moment haben wir ja nur den geladenen Wurfstern, also noch kein Platzproblem. Insgesamt gibt es im Spiel 10 Prothesenmodule. Ich werde euch alle 10 zeigen, wir werden sie alle finden. Ihr könnt allerdings immer nur 3 gleichzeitig verwenden. Das Gott sei Dank dürft ihr jederzeit, egal wo ihr gerade seid, die Prothesenmodule wechseln. Ihr müsst dazu nicht zum Bildhauer. Das ist schon mal ganz gut. Ihr müsst nur dann zum Bildhauer, um das Prothesenmodul überhaupt bauen zu lassen. Und in dem Fall haben wir jetzt eine Prothese, die Wurfsterne verschießt. Und wie das funktioniert? Das, was jetzt hier gerade passiert ist. Wir haben Geisterembleme eingesammelt. Geisterembleme werden zum Aktivieren von Prothesenmodulen benötigt und bei jedem Einsatz verbraucht. Erhaltene Geisterembleme durch Besiegen von Feinden in der Welt oder durch Kauf bei Figur des Bildhauers. Sie finden ihren Weg zu dir, wenn du dich in ihre Nähe kommst. Das ist das Symbol ganz, ganz rechts unten, da wo die 2 steht. Wir haben gerade 2 Geisterembleme. Das heißt, wir könnten jetzt 2 Ninja-Sterne mit unserem Wurfstern-Prothesen-Modul verschießen. Es gibt die Möglichkeit, an der Figur des Bildhauers Geisterembleme zu kaufen. Ein Geisteremblem kostet 10 Einheiten. Das ist gerade in der Anfangszeit enorm viel Geld und ich empfehle euch nicht, Geisterembleme hier über die Buddha-Statue zu kaufen, denn ihr bekommt genug durch das Bezwingen von Gegnern und auch durch das Finden in der Spielwelt. Also bitte, das ist das letzte Mittel, wenn euch die Geisterembleme ausgehen sollten, okay, nehmt das Geld in die Hand, aber bitte nicht als erste Wahl hier Geld reinstecken, um Geisterembleme zu kaufen. Gut, wo wir die am besten einsetzen können, zeige ich euch jetzt. Wir gehen zurück zu unserem letzten Punkt, den wir freigeschalten haben. Das ist hier am Pfad zum Tor. Hier nämlich, zurück bei unseren wohlgeliebten Wölfen, könnt ihr das mal ausprobieren, denn die Wurfsterne sind das beste Mittel, um euch die Wölfe vom Hals zu halten, denn ein Schuss reicht schon und sie sind bezwungen. Zack, so schnell geht's. Und einer hat uns jetzt sogar 2 Geisterembleme zurückgebracht, die wir jetzt gerade verschossen haben. Also ihr seht, man muss die Dinger nicht kaufen. Ihr findet genug in der Spielwelt. Alles klar. Jetzt geht's weiter. Und zwar zu unserem ersten großen Miniboss. Da unten steht er. Das ist jetzt das erste Mal, wo ihr wahrscheinlich ein ganz schönes Struggle bekommen werdet mit Sekiro, mit dem Kampfsystem und mit dem hohen Schwierigkeitsgrad, den das Spiel hat. Denn dieser Miniboss, der verlangt euch jetzt schon ganz schön viel ab, was das Kontern angeht, das Blocken, das Ausweichen, das Lesen der Angriffe, richtige Parieren. Da gehört schon einiges zu und schauen wir uns den Burschen einfach mal an. Denn was ab sofort jeder Elite-Boss kann oder Elite-Mini-Boss kann, sind gefährliche Angriffe.
Manche Feinde wenden gefährliche Angriffe an, die nicht abgewehrt werden können. Das heißt, wenn ihr euer Schwert hochnehmt und blockt, funktioniert das nicht. Ihr könnt auch nicht kontern, funktioniert auch nicht. Das wird allerdings durch ein Gefahrensymbol angezeigt. Das ist dieses rote Achtung Gefahr Schriftzeichen über dem Kopf des Gegners. Und jetzt wird es tatsächlich ein bisschen zu viel Information für den Beginn des Spiels, denn ihr müsst unterschiedlich auf solche Angriffe reagieren. Denn wenn es quasi so horizontale Schwünge sind, müsst ihr drüber springen. Ansonsten müsst ihr sogar Ausweichschritte machen und so weiter und so fort. Also das ist alles eine ganz, ganz knifflige Angelegenheit. Er hier hat vor allen Dingen einen Schwung, wo ihr durch Springen ausweichen müsst. Das hier. Da könnt ihr dann quasi springen und einfach seinem Hieb ausweichen. Jetzt ist es so. So funktioniert es, seht ihr? Und ihr könnt dann gleichzeitig auch, wenn er das tut, ihm auf den Kopf springen und so ganz böse Haltungsschaden verpassen. Da wir jetzt getroffen worden sind, bekommen wir beigebracht, dass wenn wir niedergeschlagen worden sind, was starke Gegner häufig tun können, dass sie einem wirklich so heftig auf den Block hauen, dass sie dich von den Füßen reißen, dass man eine Ausweichrolle machen kann. Und zwar mit der entsprechenden Taste. B in diesem Fall. So, was ich jetzt tun werde, ist tatsächlich absichtlich sterben. Aus dem Grund, weil ihr das hier garantiert auch das erste Mal spätestens erleben werdet. Und das, was Sterben in Sekiro Shadows Die Twice angeht, ein sehr interessantes, innovatives und spannendes Konzept ist. Deswegen kämpfe ich jetzt gar nicht weiter gegen Naomori Karawada, sondern lasse mich jetzt mal einfach von ihm umhauen, wenn das schafft. Ich weiß, dass ich meine Heilmittel verwenden sollte, wenn ich kurz vorm Tod bin. Danke. Ja, das passiert jetzt halt einfach. Wir sind gestorben, absichtlich. Und wenn das erste Mal passiert in einem Durchgang, passiert das hier. Wenn ihr sterbt in Sekiro, könnt ihr euch einmal wiederbeleben, indem ihr die RB-Taste drückt. Ihr habt allerdings nicht lange Zeit, euch das zu überlegen, sondern müsst es relativ schnell tun. Könnt dann mit 50% eurer Vitalität wieder auferstehen. Mit dem Blut des göttlichen Erben, also von Kuro, kannst du durch Auferstehungsmacht von den Toten zurückkehren. Eine Ladung wird durch Rasten bei einer Figur des Bildhauers wiederhergestellt. Besiege Feinde für weitere. Nach ihrem Einsatz kannst du sie erst wieder nutzen, indem du Gegner ausschaltest oder Todesschläge ausführst. Soll heißen, links unten seht ihr einen schwarzen Pinselstrich und der ist jetzt gerade liegt über unserem Wiederauferstehungssymbol. Wenn wir an einer Figur des Bildhauers rasten, können wir uns wieder einmal wiederbeleben. Oder aber, wenn wir starke Gegner bezwingen, wie hier Naomori Karawada, dann bekommen wir auch einen Teil unserer Wiederbelebungsmacht zurück. Was ich jetzt tun werde, ist nochmal sterben, weil ich euch zeigen will, was dann passiert. Na komm schon, ein bisschen gebe ich ihm aber noch mit. Das macht Spaß, ne? Also komm, hau mich um, hau mich um. Töte mich. Na, schaffst du es nicht? Ja, also. Nun sterben wir wirklich, wir haben keine Wiederauferstehungsmacht. Und nun passiert das hier. Wenn wir sterben, verlieren wir die Hälfte der Erfahrung und die Hälfte unseres Geldes. Was wir verloren haben, ist für immer fort. Das ist ein großer Unterschied zu Dark Souls und Bloodborne. In diesen Spielen kann man ja im Grunde, nachdem man gestorben ist, sich zu seiner Leiche zurückkämpfen und dort alles wieder einsammeln an Erfahrungspunkten, das man verloren hat. Hier ist das so, dass wirklich alles unwiderruflich verloren ist, zumindest 50% davon. 50% eurer gesammelten Erfahrung und 50% eures gesammelten Geldes. Nur in seltenen Fällen bekommt man sogenannte göttliche Hilfe, die das verhindert. Ihr seht rechts oben, wir haben jetzt 107 Erfahrungspunkte verloren und unser Geld hat sich auch halbiert. Das ist jetzt der erste Punkt, den ich euch zeige. Hier rechts oben seht ihr göttliche Hilfe, 30%. Das soll heißen, in 30% der Todesfälle kommt euch quasi die göttliche Macht zu Hilfe und ihr verliert nichts. Das ist gar nicht schlecht. 30% ist übrigens das Maximum, mehr geht nicht. Es nimmt allerdings mit dem Verlauf der Zeit ab, wenn bestimmte Dinge passieren in der Spielwelt. Erkläre ich euch dann, wenn es soweit ist. So, wir sind gestorben. Gegen den General gibt es offenbar kein gutes Mittel, doch das gibt es.
Und zwar, erst einmal sammeln wir dieses Item ein und dann gehen wir den General nicht frontal an, sondern versuchen es diesmal ein bisschen cleverer zu machen. Denn das Ziel in Sekiro, insbesondere bei Elite-Gegnern, ist es immer zu versuchen, ihm irgendwie hinterrücks anzugreifen, um ihn einen seiner beiden Lebenspunkte schon durch einen Hinterrücks-Todesschlag wegzuhauen, dass ihr schon mal die Hälfte seiner Leben komplett weggehauen habt, ohne dass er überhaupt was dagegen tun kann. Und das geht nahezu bei jedem Elite-Gegner in Sekiro. Hier ganz besonders leicht, indem wir uns hier an seiner Seite entlang schleichen, hier in Deckung gehen und von hinten an ihn ran, um ihm so schon mal einen Lebenspunkt wegzuhauen. Viel einfacher. Nun geht's los. Der Typ haut mit seinem Schwert extrem stark drauf. Einfach nur zu blocken empfehle ich euch nicht, weil so eure Haltung extrem schnell sich füllt. Das seht ihr unten. Vor allem sein Sprungangriff, seht ihr? Die Hälfte eures Balkens ist voll und wenn er trifft, sind die Hälfte eurer Leben weg. Also alles ganz gefährliche Angelegenheit. Er hat so eine Zweier-Kombo. Das ist die beste Attacke, wenn er diesen gefährlichen Angriff macht, weil dann könnt ihr ihm auf den Kopf springen und sehr viel Haltungsschaden verpassen, wie wir es schon ausprobiert haben. Die Sprungattacke ist sehr leicht vorherzusehen. Da könnt ihr entweder gut parieren oder durch einen Ausweichschritt zur Seite, um ihn dann in die offene Deckung reinzuhauen. Natürlich müsst ihr auch ihn, auch wenn das gefährlich ist, unter Druck setzen, um seine Haltung aufzubauen. Aber das könnt ihr immer machen, nachdem er eine Attacke gestartet hat. Und dann öffnet er eigentlich immer seine Deckung, wie ihr seht. Oh, ich war ein bisschen zu nah dran. Wenn er seinen gefährlichen Angriff macht, den könnt ihr tatsächlich auch unterbrechen, wenn ihr schnell genug zuschlagt. Auch diese Sprungattacke lässt sich parieren und so sehr viel Haltungsschaden aufbauen. Wenn er das macht, bufft er sich nicht, sondern baut seine fast komplette Haltung wieder ab. Das solltet ihr tunlichst unterbinden. Also wenn er anfängt so blau-grau zu leuchten, dann sofort hin und ihm eine mitgeben, damit er diesen Buff unterbricht. Beim Ausweichschritt seid ihr für kurze Zeit unverwundbar, sogenannte Iframes. Aber gewöhnt euch dran, dass die Iframes in diesem Spiel nicht so nett sind wie bei Dark Souls oder Bloodborne. Das ist wirklich nur eine ganz kurze Zeitspanne. Immer unter Druck setzen und jetzt, wie gesagt, seinen Buff unterbrechen, weiter drauf dreschen, Haltung maximieren und dann final den Rest geben. Wir bekommen eine Gebetsperle, eine lose Gebetsperle. An einer Figur des Bildhauers 4 davon darzubringen, erhöht die maximale Vitalität und Haltung. Aktuell besitzen wir eine. Ha! Jetzt ziehe ich wieder eine Parallele, aber nicht zu Dark Souls oder Bloodborne, sondern zu The Legend of Zelda. Das ist wie die Herzteile in Zelda. Wenn wir 4 von diesen Gebetsperlen finden, können wir unsere Vitalität erhöhen. Und wir bekommen einen Kürbissamen. Ein Samen, dem kontinuierlich Heilwasser entspringt. Emma kann hiermit die maximalen Verwendungen der heilenden Kürbisflasche erhöhen. Dogen und seine Schülerin Emma entdeckten die Kräfte des Samens bei der Erforschung der schon lange in Ashina genutzten heilenden Kürbisflasche. Leute, das ist einer der besten Funde des Spiels, denn damit können wir unsere Kürbisflasche verstärken. Wir haben dann nicht nur einmal die Möglichkeit, uns mit der Kürbisflasche zu heilen, sondern zweimal. Insgesamt gibt es in der Spielwelt nur 9 von diesen Samen. Das heißt, wir können also maximal 10 Aufladungen haben. Deswegen ist dieser Fund unfassbar wichtig. Da wir jetzt 2 coole Sachen gefunden haben, ach, hier liegt noch ein Item, weitere Handvoll Asche, kehren wir jetzt mal zurück in den Marodentempel. Wir wollen nämlich unbedingt zu Emma, um ihr diesen Samen zu geben. Das klang jetzt eindeutig zweideutig, muss ich sagen. Okay, nein, weil natürlich brauchen wir 2 Heilmöglichkeiten statt nur einer. Das macht natürlich das Spiel sehr viel einfacher. Deswegen ab, zurück in den Marodentempel.
rasten wollte ich jetzt eigentlich nicht, sondern eigentlich wollten wir in den Maroden Tempel. So, los geht's. Hallo Emma, da ist einiges passiert in letzter Zeit. Was hast du dazu zu sagen?今再び生きている。ならばそれは海星でしょう。海星。クロス様の竜院の巫女の力と言われています。海星の力を与えられた者は死して尿蘇る。幾度でも。バカな。はい。おかしなことです。ですが現に起きている。 Die Macht der Auferstehung hat tatsächlich einen Preis, aber noch ist es zu früh, darüber zu sprechen. Wir sollten mal schauen, ob sie vielleicht noch etwas dazu zu sagen hat. Alles klar. Jetzt geben wir ihr den Kürbissamen. Die Nutzungszahl der heilenden Kürbisflasche erhöhen, aber sowas von. これで薬水の傘が増すでしょう。妙な薬だ。妙ですか。悪い気はしません。貢献があれば奇妙と思うことでも勇んですべし。それが我が師道元の教えですので。そうか。瓢箪の種を見つけたならば Perfekt. Nun, wundert euch nicht, dass jetzt hier rechts unten immer noch nur eine heilende Kürbisflasche steht. Ihr müsst einfach nur an so einer Figur rasten und schon bekommt ihr tatsächlich zwei Aufladungen. Wunderbar. Was die Gebetsperlen angeht, das seht ihr jetzt da im Menü rechts in der Mitte. Wir haben jetzt, wie gesagt, eine Gebetsperle gefunden. Wenn wir vier haben, können wir hier über den Punkt Körpermerkmale verbessern, unsere Vitalität um einen Punkt erhöhen und unseren Lebensbalken dann verlängern. Insgesamt gibt es in der Spielwelt 40 solcher Gebetsperlen. Wer jetzt kurz mal zusammenrechnet, können wir also unsere Vitalität 10 Mal erhöhen und somit auch diesen mickrigen Lebensbalken links unten ja, deutlich verlängern und unsere Überlebenschancen natürlich auch. Alles klar, wir reisen zum dritten Mal gefühlt zurück zum Pfad, zum Tor und machen weiter, wo wir aufgehört haben. Zurück im Ashina-Umland kämpfen wir uns jetzt weiter voran. Hier können wir jetzt gefahrlos durchlaufen, denn das auch wenn man das Gebiet resettet und alle Gegner wieder auftauchen, wenn man an einer Buddha-Figur rastet, für Elite-Gegner und Bosse gilt diese Regel nicht. Also der General einmal getötet, bleibt er tot. Gott sei Dank. Wobei, auf der anderen Seite könnte man natürlich dann auch Gebetsperlen farmen, nicht wahr? So, wir stellen uns jetzt hier auf eine sehr erhöhte Position, denn abermals mein Tipp, wenn ihr in ein neues Gebiet vordringt, stellt euch so hoch wie möglich hin, um alles zu überblicken, um zu schauen, was ist hier eigentlich los. Da unten patrouilliert ein Gegner. Hier über meinem Kopf steht auch einer. Hier im Gebäude steht einer. Da hinten in diesem Gebäude scheint auch irgendwas zu sein. Also hier wird es etwas gefährlich und hier muss man wirklich mit Köpfchen vorgehen. Denn wenn einer Alarm schlägt, kommen von überall Gegner angerannt. Und ich kann euch jetzt schon mal verraten, hier sind ungefähr 7 oder 8 Gegner. Hier patrouilliert auch nochmal einer. Also hier ist einiges geboten an Herausforderungen. Und ich zeige euch jetzt die ja, vermutlich beste Möglichkeit, euch der ganzen Sache mal so ein bisschen zu stellen. Geht auf diesen Baum und dann könnt ihr euch erstmal diese Gegner hier
mal ein bisschen zu Herzen nehmen und sie belauschen. Sie haben von sehr wichtigen Figuren gesprochen, von Genichiro natürlich, den haben wir schon schmerzhaft kennenlernen dürfen. Sie haben von Ishin gesprochen, den wir im Intro gesehen haben, den meisterhaften Schwertkämpfer. Und Sie haben von Gyobu gesprochen, den wir noch früh genug kennenlernen werden. So, die beiden Typen lassen wir jetzt erstmal hier stehen und weiter über ganz böse Gegner reden. Was wir tun, ist erstmal hier runter zu springen und ganz schnell diesen Oger hier umzuhauen. Denn den wollt ihr jetzt noch nicht bezwingen. Dass uns jetzt die halbe Armee gesehen hat, ist erstmal tatsächlich egal. Denn diesen Typen müsst ihr ganz schnell umhauen. Den wollt ihr nicht allein oder in der Gruppe bezwingen. Nehmt euch jetzt lieber hier eine nach dem anderen vor. Und das Wichtigste ist tatsächlich den Schützen auszuschalten. Denn der erwischt euch von allen möglichen Positionen. Der hat sich richtig gut hingestellt, um euch ständig zu erwischen. So wie er mich jetzt hier gerade getroffen hat. Und wenn wir jetzt den zweifelhaften Fall haben, dass hier gefühlt eine ganze Armee auf uns aufmerksam geworden ist. Hier rennen gerade 4, 5 Typen rum. Wie ich euch in der ersten Episode... Ja, wir würfeln durch mit Steinen. Wie ich euch in der ersten Episode gezeigt habe, solltet ihr erstmal die Level 1 Ashina-Soldaten umhauen, weil die schneller und aggressiver sind, während die Level 2 Soldaten hier, die mit Hut und Rüstung, etwas passiver sind und sich häufig hinter ihrem Block verstecken. Deswegen schauen wir uns jetzt mal an, wo ist der eine Ashina-Soldat? Das sind alles Level 2. Ah, da unten ist er. Gut, dann schauen wir mal, ob wir uns ob wir sie ein bisschen auseinanderziehen können. Denn bitte, 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 greift sie nicht in der Gruppe an. Da unterliegt ihr sofort. Die schaffen es nämlich richtig gut, ihre Angriffe aufeinander abzutimen, dass ihr in eine regelrechte Combo-Flut geschlagen werdet und sofort verliert. Die Typen, wenn sie ihren Block oben haben, zweimal draufschlagen und dann sofort aufs Parieren vorbereiten. Nur zweimal, nicht mehr. Jetzt kommt schon einer. Ne? Einer. Es ist sehr gefährlich gerade. Da kommt jetzt mal einer. Jawohl. Und so wie wir in der Todesanimation sind, haben wir Iframes und sind unverwundbar. Das ist äußerst praktisch. So, jetzt der nächste. Oder noch einer von hinten? Ja. Level 1. Sofort umhauen. Und jetzt können wir uns den widmen. Ein Schlag, zwei Schlag, parieren. Ein Schlag, zwei Schlag. Ach, da war die Haltung schon durchbrochen. Denn wenn ihr ein drittes Mal zuschlagt, dann pariert er euch. Und zwar jedes Mal. Das ist eine 100% Garantie. Bitte, diese Reißhut-Typen nicht mehr als zweimal draufschlagen. Eins, zwei und dann parieren. Eins, zack. So läuft's immer ab mit ihnen. Wenn die Musik ausgeht, heißt es, ihr habt erstmal alle Gegner bezwungen, die auf euch aufmerksam geworden sind, zu diesem Zeitpunkt. Das heißt allerdings nicht, dass ihr das Gebiet geräumt habt. Hier gibt es noch mehr von den Burschen. Einer steht zum Beispiel hier unten. Schön durch eine Drop Attack platt machen. Und erst dann solltet ihr das Gebiet ein bisschen erkunden. Allein hier schon in diesem Gebäude seht ihr schon, da leuchtet irgendwas. Das gucken wir uns mal näher an. Irgendwo geht es da bestimmt rein. Tatsächlich. Ah, Mibu-Ballon des Reichtums. Das habe ich jetzt zu schnell weggeklickt. Da gehen wir mal kurz hin. Ein Mibu-Ballon mit Urquellwasser, getränkt mit dem Segen des Reichtums. Wenn man den goldenen Mibu-Ballon zum Platzen bringt und betet, erhalten alle, auf die sein Wasser spritzt, für eine Zeit mehr Münzen. Mibu bedeutet Wasserleben oder im Wasser geborenes Leben. Die Ashina halten das Quellwasser selbst für anbetungswürdig. Das ist ein passiver Buff. Wenn ihr den Mibu-Ballon des Reichtums aktiviert, bekommt ihr 2,5 Minuten lang von jedem getöteten Gegner mehr Geld. Also das ist quasi ein Farming-Gegenstand. Wenn euch das Geld ausgeht, so ein Mibu-Ballon aktivieren in einem Gebiet, wo ihr wisst, wo es viele Gegner gibt,
um einfach schön viel Geld zu sammeln. Übrigens, ich habe es schon angedeutet in der Auftaktfolge, ich werde euch exzellente Farming-Spots im Spiel alle zeigen. Es gibt ein paar, also 3, 4, 5 Gebiete, ja, Abschnitte im Spiel, wo man super Sachen farmen kann. Nicht nur Geld und Erfahrungspunkte, sondern tatsächlich auch spezielle Upgrade-Materialien werde ich euch alles zeigen. Und falls das nichts hilft, kann man eben mit Mibu-Balance der unterschiedlichsten Güte, von denen gibt es nämlich auch mehrere Sorten, wie von dem Konfekt, für bestimmte Sachen mit ein bisschen Glück dann farmen. So, das war noch nicht alles in diesem Gebäude. Hier im ersten Stock gibt es noch einen Keramiksplitter. Nicht, dass wir ihn bräuchten. Wie gesagt, meine Sache war es nie. Und hier auf dem Dach auch nochmal, hier in diesem Krähennest, finden wir einen leichten Geldbeutel. Das ist jetzt die Sache. Wir haben schon einen im Maroden Tempel gefunden. Hier finden wir den zweiten. Diese Geldbeutel, die enthalten Geld, die wir beim Tod nicht verlieren. Und deswegen sind sie extrem wertvoll. Sind wie die Seelen- oder Blutcontainer in Dark Souls oder Bloodborne. Die könnt ihr mit euch rumschleppen und erst dann konsumieren, um Geld zu bekommen, wenn ihr es braucht. Aber beim Tod bleiben sie euch erhalten. Cool, cool, cool. So, da wo dieser letzte Schütze war, können wir auch nochmal die Lektion lernen. Bitte nach unten schauen, denn hier gibt es noch einen weiteren Bereich, den wir finden. Und hier finden wir das dritte Konfekt von insgesamt 5. Das Gachins-Konfekt. Der Senpo-Hohepriester gab dieses Konfekt einem Attentäter-Clan. Es macht lautlos und unsichtbar, sodass sie kaum wahrzunehmen waren. Man muss darauf beißen und die Gachin-Haltung annehmen, um seinen unmenschlichen Segen zu erhalten. Diese Attentäter erledigen Senpos Drecksarbeit. Einst waren sie Wächter des Tempels, doch jetzt dienen sie dem Willen der Mönche auf ihre Suche nach Unsterblichkeit. Soll heißen, wer gerne schleicht oder irgendeinen Bereich komplett ungesehen passieren will, konsumiert dieses grüne Konfekt und ist dann 60 Sekunden, also eine komplette Minute lang, quasi fast komplett unsichtbar. Allzu nah solltet ihr euch Gegner trotzdem nicht nähern, denn irgendwann sehen auch die blindesten Gegner euch. Deswegen bitte lasst Vorsicht walten, auch wenn ihr das Gachins-Konfekt, das grüne Konfekt aktiviert habt. So, weiter geht's. Hier auf diesem Podest entlang. Hier hoch. Das schafft man selten. Und jetzt versuchen wir diesen Berg zu erklimmen, weil wir hier einen ersten ganz wichtigen NPC dieses Gebiets kennenlernen. Und den übersehen die meisten das erste Mal. Hoch, jetzt habe ich einen Sprung zu viel gemacht. Den übersehen die meisten das erste Mal, mich inklusive. Mich haben dann, als ich meinen Blind Playthrough, meine Videoreihe gemacht habe, viele Zuschauer darauf hingewiesen, hey, da hast du einen NPC übersehen. Und ich so, bitte was? Wie kann denn da oben einer sein? Huch, jetzt bin ich runtergefallen. Kann ich euch auch mal zeigen. In Dark Souls oder Bloodborne bedeutet das in der Regel Tod. Hier werden einem 50% der Leben abgezogen und man steht an derselben Stelle wieder, an der man gestorben ist und kann es nochmal probieren. Wenn ich jetzt aber mit diesem Lebensbalken abstürzen würde, wäre ich dann wirklich tot. Und zwar ohne Wiederbelebung, also bitte Vorsicht. Nicht unbedacht irgendwo durch die Gegend springen und abstürzen. Jetzt habe ich dasselbe schon wieder gemacht, das ist ja unglaublich. Ah, das ist ja ein Profi, wie er im Buche steht. So, aber aller guten Dinge sind 3. Voilà. Haben wir es jetzt geschafft? So, nur einmal bitte, diesmal. Nein, Wahnsinn! Okay, gut, hui. Jetzt hier, zack, hoch. Und wir lernen diesen netten Mann kennen, der sich hier hingesetzt hat, um zu zelten. Das ist ein sogenannter Nachlassverwalter. Gokuyo, ikaga kane? Kuyo. Sayo. Shisha tachi no gomeifuku no tame, shina o utte oru. 見たところあんたも随分と殺しておるな。ご供養していきなされよ。 Die Nachlassverwalter in diesem Spiel sind die Händler. Es gibt nicht nur diesen Krähenbett-Nachlassverwalter, sondern er hat noch ein paar Kollegen, die über die Spielwelt verteilt sind. Wir werden sie alle kennenlernen. Und bei ihnen kann man jede Menge Consumables kaufen. Kügelchen Gegenmittelpuder, das uns gegen Gift hilft. Das ist jetzt noch kein Problem, erst später. Blaues Konfekt, sehr selten tatsächlich, wie gesagt, immer noch. Und hier in diesem Fall auch relativ günstig. 50 kostet es.
Und wir haben 150 gerade, trotzdem, wir kaufen es nicht. Man kann auch Geldbeutel bei diesen Nachlassverwaltern kaufen. Jetzt werdet ihr euch wundern, warum sollte man Geldbeutel kaufen? Weil diese leichte Geldbeutel, die enthalten 100 Sen und kosten aber 110. Warum sollte ich dieses Verlustgeschäft machen? Ja, ganz einfach. Denn die Geldbeutel, wie gesagt, ihr verliert sie nicht, wenn ihr sterbt. Und ihr könnt so tatsächlich quasi eine Bank anhäufen, wenn ihr diese Geldbeutel bei Händlern kauft. Insofern, immer, es ist meine Empfehlung, kauft sämtliche Geldbeutel, die diese Nachlassverwalter haben, um eben ja, das Geld auf der sicheren Bank zu haben. Jeder Nachlassverwalter des Spiels hat auch immer mindestens einen sehr wichtigen Gegenstand. Der hier hat Roberts Feuerwerk. Feuerwerk von übersüdlichen Meeren kann in der Shinobi-Prothese als Prothesenmodul, aha, genutzt werden. Erzeugt ein ohrenbetäubendes Geräusch, das Tieren Angst macht. Der kleine Robert und sein Vater verkaufen sie, um ihre Reisen zu finanzieren. Um Roberts Leben zu verlängern, reisten sie nach Japan und begannen, nach der Unsterblichkeit zu fragen. Nun, wir haben leider nicht genügend Geld. Wir brauchen 500 Sen, um dieses Ding zu kaufen. Aber Gott sei Dank können wir das in Kürze garantieren. Deswegen, wir kommen gleich zurück. Ja, Fasel du. Bleib du da jetzt erstmal, wir kommen gleich wieder. So, wieder sind wir auf einer sehr erhöhten Position, um uns einen Überblick zu verschaffen. Da unten steht einer, es stehen zwei. Da oben steht einer und guckt mal, was der in der Hand hat. Das sieht sehr, sehr gefährlich aus und tatsächlich ist es auch ein ernstzunehmender Gegner, denn der hat eine große, tragbare Kanone. Und so wie er euch sieht, und das kann er sogar schon relativ schnell, weil er gute Augen hat, beschießt er euch mit fiesen Kanonenkugeln. Keine coole Angelegenheit. Wir sollten uns ihm etwas auf intelligentere Art und Weise nähern. Und das können wir tatsächlich tun, indem wir uns hier wieder nach unten begeben. Uns hier hochschwingen. Und das ist jetzt ein neues Symbol, das ihr vor euren Greifhaken kennenlernt. Das dreieckige Symbol, nicht das Kreissymbol. Auf diesen Ast könnt ihr euch nicht schwingen, sondern nur ihn benutzen, um an eine andere Stelle zu schwingen. Auch hier, so wie er grün ist, zack. Und dann machen wir auf Tarzan. Springen über den Ast hinweg auf dieses Podest. Also immer dran denken, wenn es dreieckig ist, kann man auf diesem Ast nicht stehen. So. Und jetzt sind wir hinter diesem Burschen. Und können ihn richtig fies hinterrücks platt machen. Von ihm bekommen wir zu 100% das schwarze Schießpulver. Diese schwarzen Körnchen sind eine Rohform von Schießpulver, kann für alchemistische Prothesenmodulverbesserungen, einschließlich solchen mit Schießpulver und okkulten Mächten, genutzt werden. Für diese einfachste Form des Schießpulvers gibt es viele Anwendungen. Heißt im Klartext, dass es Upgrade-Material für diverse Shinobi-Prothesenmodule. Wir können bis jetzt noch nicht mit unseren Modulen arbeiten und sie verbessern. Das geht erst, nachdem wir den ersten Hauptstory-Boss des Spiels bezwungen haben. Aber ein erstes Upgrade-Material haben wir deswegen trotzdem schon mal gesammelt. Nicht schlecht. So, hier runterfallen lassen. Finden wir hier hinter dem Tor weitere Kügelchen, die ich jetzt mal euch zeige. Ich habe sie vorhin schon mal beim General eingesetzt, aber da war keine Zeit, euch das quasi zu erklären. Kügelchen heilen natürlich auch ein bisschen Vitalität, allerdings nur über längeren Zeitraum und auch nicht so viel. Ist also nichts für den Notfall. Ihr könnt jetzt mal sehen, ich habe halben Lebensbalken voll. Es füllt sich jetzt so langsam, aber falls ihr gerade in Bedrängnis seid, ist es nicht gerade das Maß der Dinge. Und es füllt auch echt nicht viel auf. So. Jetzt holen wir uns diesen Burschen hier. Dann gehen wir wieder nach oben. Und warten kurz ab, weil hier sind gleich drei Gegner auf einem Haufen. Einer patrouilliert, deswegen warten wir noch kurz ab, bis er wieder Retour macht. Und dann ist es immer so, wir sehen hier einen Level 1 Ashina-Soldaten und einen Level 2 Ashina-Soldaten. Wenn beide noch nicht auf euch aufmerksam geworden sind, solltet ihr versuchen, immer den Stärkeren als allererstes durch eine Todesattacke zu bezwingen. Weil der schlimmere Übel, wenn das auf euch aufmerksam geworden ist, ist ja nicht so krass. Ich würde sagen, Schwert hoch, angreifen lassen. Ja, 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 ja. Und nochmal und zack. Jetzt sind wir dran. Und auch hier wieder Regeln. Einmal, zweimal und parieren.
So, dann gehen wir wieder zurück auf den Balkon hoch und machen jetzt einen sehr geheimen Seitenbereich auf, der hier über diesen Baum zu finden ist. Einfach im Sprung warten, bis das Symbol grün wird und dann den Greifhaken aktivieren. Hier sammeln wir ein Geisteremblem ein. Übrigens, falls ihr noch nicht geschaut habt, guckt, wir haben 15 Stück. Das sind echt viele. Das ist übrigens das Maximum, mit dem wir rumlaufen können. Später können wir noch mehr, also Fertigkeiten sammeln, wo wir dann mehr Geistembleme sammeln können. So, jetzt lernen wir den grünen Mibu-Ballon kennen. Ein Mibu-Ballon von voller Urquell, getränkt mit dem Segen des Glücks. Wenn man den grünen Mibu-Ballon zum Platzen bringt und betet, erhalten alle auf diesen Wasserspritz bla 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 größere Chance, Objekte zu erhalten. Das heißt, während der gelbe dafür da ist, dass die Gegner mehr Geld fallen lassen, ist der grüne dafür da, mehr Items fallen zu lassen. Äußerst praktisch. Hier hängt übrigens eine sehr, sehr große Schlangenhaut. Mehr dazu sage ich jetzt erstmal nicht. Eisenschrott. Eisen, das in Ashina abgebaut wurde. Es wird häufig zur Verstärkung eingesetzt und kann als Grundmaterial für Verbesserungen von Prothesenmodulen dienen. Tiefer Schnee und karges Land belasten Ashina, doch das Eisen, das dort gewonnen wird, ist alles andere als roh. Ebenfalls Upgrade-Material für diverse Shinobi-Prothesenmodule. Also ein sehr, sehr wichtiger Fund. So, nun müssen wir hier einen beherzten Sprung wagen. Uns hier an der Wand entlang drücken. Und dann auch etwas Mut beweisen, den Greifhaken nicht nur im Stand zu benutzen, sondern im Sprung. Weil wir nämlich manchmal, relativ häufig sogar, aus dem Stand heraus gar nicht nah genug an so eine Greifposition herankommen und tatsächlich den Leap of Faith wagen müssen, springen und im richtigen Moment dann die Taste drücken, um im Sprung den Greifhaken zu aktivieren und doch noch sicher auf der anderen Seite zu landen. Gut, da oben ist unser nächster Schrein, Gott sei Dank. Den aktivieren wir. Wir setzen uns allerdings noch nicht nieder. Erstmal bezwingen wir diesen Gockel, denn wir haben noch ein paar so tatsächlich NPCs kennenzulernen. Zuallererst haben wir hier noch, das ist ein Geisteremblem. Nicht wundern, dass die Zahl jetzt rechts unten nicht ansteigt. 15 ist das, was wir maximal tragen können, aber im Inventar werden sie gesammelt. Das seht ihr rechts unten. Wir haben insgesamt 21 Geisterembleme. Also sie werden nicht vergeudet. Ihr könnt nur 15 auf einen Stück verwenden und füllt die Anzahl wieder auf, wenn ihr rastet. Das hier sind sogenannte Erinnerungen, die ihr im Verlauf des Spiels immer wieder trefft, die einen Blick in die Vergangenheit erlauben. Das ist Kuro, unser kleiner Lord, den wir zu beschützen versucht hatten, und Emma, unsere Ärztin. Ja, er mag jung sein, aber er mag viel über das nachdenken, was ihn umgibt. Vor allen Dingen sein Erbe, das Drachenerbe. Wie gesagt, zuerst die erste von vielen Erinnerungen, deswegen ist das jetzt noch alles relativ rätselhaft. Ich möchte in diesem Moment auch noch gar nicht dazu viel verraten. Ich lasse euch jetzt mal noch ein bisschen im Unsicheren. So, hier ebenfalls sehr versteckt ist ein weiterer sehr wichtiger NPC. Ja, mioboe no aru kao da. Ah, shinobi no danna da. Ja, ano yo irai desu ne. Das ist jetzt schon der zweite NPC, der uns auf offenbar irgendeine Nacht anspricht, die passiert ist. Der erste war Kuro, als wir ihn befreit haben, hat er gesagt, erinnerst du dich eigentlich nicht, was in dieser Nacht passiert ist? Und der Wolf hat überhaupt keine Erinnerung. Und auch jetzt habe ich scheinbar keine Ahnung, wovon dieser Mann spricht. Ano yoto nanda. Hä? Donna, oboite nen desu ka? He. Naruhodo. Na,
銭がないから品もない。そこで旦那、あっしにちーとばかし銭を用立てていただけやせんか。それを元手に旦那にもきっと役立つ品を仕入れやす。それからおまけにあの世のこと話して差し上げましょう。どうです?悪い話じゃねえでしょ? 10 Sen, um ein bisschen mehr über diese ominöse Nacht zu erfahren. Ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Deal, weil wir haben ja 150 oder wenn nicht sogar schon ein kleines bisschen mehr. Wir brauchen zwar 500, aber die 10 Sen, die machen es jetzt auch wirklich nicht fett. Zenito. Danna, arigate. Hanashite kure. Ah, mojirun desa. あの夜、あっしらは平田の屋敷に押し入りやした。平田はご存知の通り、芦名の分家。ちんけな野党なんざ、普通は返り討ちです。けど、先だっての戦の折だ。若い侍はほとんど出払ってたんでさ。そこを狙って押し入りやして、そんで火をつけ、奪った。そのさなかでさ。旦那と会ったのは旦那は何かを探してたそんな風に見えやしたねあっしが知ってるのはそんなもんでさそうかああの世もちょうどそんな顔してやした今も何かをお探しでねえ旦那お題さえいただけりゃ他にも知りたいことをお教えできるかもしれませんぜひ情報を買ってください Er ist zwar ganz schön gierig, aber hat auch noch eine weitere ganz, ganz nette Information. Und 20 Cent, naja komm, die haben wir jetzt auch noch. 情報を買おう。お買い上げ、ありがとうございます。ああ、なんたって旦那は忍びでさ。忍びの道具の情報を教えて差し上げましょう。頼む。あっし、すげえ勢いで火が出る筒を見かけたことがありやす。平田屋敷の押し入りの時、あっしの仲間がぶんどったもんです。ボーボーってな調子ですげえ勢いで火を吹いてやしたよ。Das Flammenlauf-Memo, eine zerfetzte Notiz von Anayama, so heißt der Bursche übrigens. Sie scheint einige Jahre alt zu sein. Lukrative Information Nummer 36. Als wir in das Hirata-Anwesen einbrachen, fanden wir einen Lauf, der Flammen spuckte. Die Jungs haben damit ein Lagerfeuer entfacht und einen über den Durst getrunken. Es war sicher eine Art Shinobi-Modul. Aha! Wir merken uns das auch auf jeden Fall. いただいた銭を元手に品を仕入れてきやす。旦那、楽しみにしていてください。Voilà! Also, wir haben Anayama kennengelernt. Ein kleines bisschen erinnert mich an Patches aus Dark Souls, auch so ein bisschen ein hinterlistiger Charakter. Wir werden ihn häufiger kennenlernen, er hat auch eine sehr spannende Questreihe. Und jetzt machen wir ein bisschen Backtracking. Denn nachdem wir jetzt hier quasi alles aufgeräumt haben, gibt es noch zwei weitere NPCs, die wir kennenlernen. Der erste sitzt hier. Tareso. Soko ni oru no ka? Oh. Sono koe. Ya. まさかな、御神、我が名は野上伊之助、平田家の老頭だった。どうか、そこのあばら屋の老婆の様子、見てやってくれぬか。私の母なのだが。狂ってしまい、もはや誰が誰だか分かっておらぬ。Na klar, schauen wir mal nach hier. Hallo, Mutter von Inosuke. Oh, Inosuke ka, Segare yo.
若様を見なかったかな。Egal welchen Dialog hier jetzt oder welche Option ihr hier wählt, der Gesprächsverlauf bleibt derselbe, also keine Sorge. Wir sind ehrlich und sagen, hey, du täuschst dich, wir sind nicht Inosuke. Segare dewa nai. Inosuke, mata sono yona. Sonata wa washi ga okashiku natta to iu ga, sasuga ni segare o machigaeru wake nakaro. Ma, yoi. Segare yo, kono suzu o sonata ni takuso. Waka sama no koto o anji, tsukutta mamori suzu ja. Kono mamori suzu o hotoke sama ni osonai shite okure. Wir bekommen von ihr Kuros Glockenamulett. Ein Glockenamulett, das du von einer alten Frau bekommen hast, die dich bat, es Buddha darzubieten. Glockenamulette schützen ihren Besitzer durch den göttlichen Segen Buddhas. Besitzt man das Glockenamulett eines anderen, so ist es üblich, es Buddha im Namen dieser Person darzubieten. Der Bildhauer im Maroden Tempel weiß, wie man es darbietet. Alles klar, das merken wir uns, das werden wir zu gegebener Zeit tun. Ich kann euch sagen, das wird erst in ein paar Episoden passieren, nämlich in Episode 5. Erst, weil wir davor noch ein paar andere Sachen erledigen, bevor wir uns dieser komischen, ja, Quest widmen. Aber was wir tun werden, ist erstmal hier in den Erdgeschoss, ins Erdgeschoss gehen, diese Kisten kaputt schlagen und hier ganz viele Items zu finden. Nämlich ein leichter Geldbeutel, noch ein leichter Geldbeutel und noch ein leichter Geldbeutel. Wir klauen quasi den kompletten Alters, ja, Schatz der guten Dame. Aber wir werden ihn gut verwenden können, oder? So, hier sind noch zwei Gockel. Ja, ja, die man nicht von vorne attackieren sollte, ich weiß. Gefährliche kleine Biester. Das waren die letzten beiden Gegner hier in diesem Gebiet übrigens. Und jetzt haben wir tatsächlich genug Geld, um bei dem Nachlassverwalter unser Flammenrohr Feuerwerk zu kaufen. Für 500 Gold. Und dafür gehen wir jetzt einfach nochmal um den Berg herum. Oh, komm jetzt. So. Das war ein bisschen zu weit. Ja, manchmal ist ein Gebiet einfach zu groß, um die Orientierung zu behalten. Da oben sitzt er nämlich. Genau. Ihr könnt auch durch einen beherzten Walljump, das kann manchmal klappen, manchmal nicht, könnt ihr dann auch den Weg ein bisschen verkürzen. Oder wie ich jetzt halt einfach abstürzen und den langen Weg nehmen. Und hoffen, dass ich jetzt auch beim fünften Mal nicht wieder einen Sprung zu viel mache. Ich mache es jetzt ganz sicher. So, jawohl. Auch Daniel lernt dazu. So, und jetzt schauen wir mal, wie viel Zen wir aktuell haben. 181, das heißt, wir brauchen insgesamt 500. Wir müssen also 4 von diesen Geldbeuteln konsumieren, um das nötige Kleingeld zusammenzusammeln. 500 brauchen wir. Wir haben jetzt 581. Goku, ja. Ja, wollen wir. Gib uns Roberts Feuerwerk. Wie gesagt, könnt ihr das jetzt noch überhaupt nicht gleich einsetzen, sondern müsst das zum Bildhauer bringen, damit er es in eure Shinobi-Prothese einbaut, damit ihr das einsetzen könnt. Das heißt, hier könnt ihr nach wie vor nur den geladenen Wurfstern verwenden. Wir müssen dazu tatsächlich zum Bildhauer. So, wir haben das Gebiet komplett erforscht. Müssen jetzt nur noch zurück zur Statue, um zu rasten. Und wenn man an so einer Statue rastet, resettet man nicht nur die Spielwelt, sondern führt auch Ereignisse fort. Quests führt man fort und Dinge, die im Grunde durch Hin- und Herreisen quasi ja den nächsten Step erreichen. Und in dem Fall können wir nochmal zu Anayama gehen und gucken, weil er sagte ja, jetzt mit deinem Geld kann ich mir neue Handelsware besorgen. Gucken wir mal, was er so jetzt dabei hat. Nanna, matte mashita ze. Itadaita zeni o motode ni shina o shiire yashita. Sa, katte itte kudasai. So, erst jetzt können wir eben dann auch was bei ihm kaufen, nämlich auch einen Haufen Consumables und einen Gegenstand, der extrem teuer ist. Ein Kunai des Schmetterlings zum Verbessern des Gelabs, bla bla bla. Brauchen wir jetzt noch nicht.
lesen wir jetzt auch noch nicht. Wir haben sowieso lange nicht so viel Geld, aber das ist ein Gegenstand, den wir später unbedingt noch brauchen. Das ist ganz, ganz wichtig. Nur, dass ihr es jetzt schon mal gesehen habt. Auch er hat jede Menge Geldbeutel, die wir kaufen können, wenn wir das Geld dazu haben. Solltet ihr tun. Und er möchte ja noch um einen Gefallen bitten. Genau, seine Questreihe wird jetzt fortgeführt. Bitte entschuldigt, dass ich jetzt gerade den halben Dialog weggeklickt habe. Das war Muscle Memory. Ich habe das Spiel zu häufig durchgespielt. Jedenfalls hat Anayama tatsächlich eine komplette Questreihe. Er ist nicht einfach nur ein Händler, sondern hat eine komplette Questreihe. Und er hat uns jetzt gebeten, dass wir uns bei den Ashina-Soldaten so ein bisschen umhören sollen, was denn gerade so ein bisschen Mangelware bei ihnen ist, damit er auf den Zug aufspringen kann und den Bedarf decken kann und somit vielleicht ein bisschen reicher wird, als das ja ohnehin schon ist. Genau. Das passiert allerdings erst viel später im Spiel. Die Quest haben wir allerdings trotzdem aktiviert. Und jetzt wagen wir noch einen kurzen Blick auf die nächste Episode. Hier haben wir ein paar Leute, die wir belauschen können. Das sind allerdings nicht die Leute, die wir belauschen müssen für Anayama. Die sind, wie gesagt, erst später dran. Aber wir werfen einen Blick auf das erste richtig große Hindernis, das jeden neuen Sekiro-Spieler zur Weißglut treiben wird. Der Bursche da oben, der da irgendwie ein bisschen gefesselt ist, ist ein echt fieser Brocken und hat schon viele Spieler zum Rage-Quit gebracht. Aber das machen wir dann in der nächsten Episode, denn nicht nur er wartet hier, sondern hinter diesem eindrucksvollen Gebäude wartet gleich schon der nächste Elite-Gegner und ein ebenfalls sehr spannendes neues Ereignis mit einem absolut riesengroßen Vieh. Also, ich habe jetzt, glaube ich, hoffentlich genug Cliffhanger euch hingeklatscht für die nächste Episode. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser. Wünsche viel Erfolg beim Spielen bis zu dieser Stelle und sage Dankeschön fürs Zuschauen und bis zur nächsten und dritten Episode des Einsteiger-Guides von Sekiro Shadows Die Twice. Bye, bye.